noch meine Bodylotions euch zeigen und ich habe auch sehr viele davon, leider. Ich bin so schockiert. Ich muss mir wirklich einen Po-Tritt verpassen und die Sachen aufbrauchen. Das Problem ist nur, ich bin so eincremevoll worden in letzter Zeit. Wirklich eincremevoll. Aber versuchen wir keine Ausreden zu erfinden, sondern ich zeige euch mal gleich meine Sammlung. Es ist nicht so viel wie Duschgel, Gott sei Dank, aber es ist dennoch sehr viel. Also, ja. Als allererstes zeige ich euch die Berlind Body Lotion. Ich bin gespannt, wie ich die finden werde. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der große Berlind-Fan. Es gibt so Sachen, die ich mag und Sachen, die ich gar nicht mag. Wobei Sachen, die ich nicht mag, mehr sind als Sachen, die ich mag, damit das verständlich ist für euch. Aber ich bin gespannt, wie die ist. Wir werden mal sehen. Dann, die habe ich mir jetzt am Geburtstag vor kurzem gekauft. Das ist die Elisab Body Lotion. Ja, die ich aber erst verwenden werde, dann, wenn ich die anderen zwei Sachen aufgebraucht habe, was halt noch eine Weile dauern wird. Dann, oh, von was ich euch im Duschgel-Video das Duschgel gezeigt habe, habe ich auch die passende Bodylotion natürlich. Und ja, von dem Pinken gibt es das Bodylotion gar nicht. Finde ich schade, weil ich finde das Pinke ja am besten. Aber weil von Grünen gibt es auch die Bodylotion. Aber vom Pinken leider nicht, aber was soll's. Dann habe ich noch von Cavalli die Aqua Bodylotion. Das wusste ich nicht einmal mehr. Ich dachte, ich habe nur das Duschgel. Ah, ich habe die Bodylotion auch. Also sollte ich sie bald verwenden. Vielleicht könnte ich das auch so machen wie bei den Düften. Dass ich jetzt die kleinen Größen als erster verwende. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, oder? Weil ich habe auch sehr viele Victoria's Secret Bodylotion. Ihr wisst jetzt, die alte Verpackung noch. Die schauen gar nicht mehr so aus, die Verpackungen. Das ist von Secret Escape, die Bodylotion. Ja. Dann habe ich noch... Die schaut auch ganz anders aus als die... Nein, das ist die Mango Temptation. Früher schon haben die ja so ausgeschaut. Stimmt schon, weil die Duschgel haben ja auch so ausgeschaut. Oh, oder? Dass ich noch von den alten Victoria's Secret die Verpackungen habe. Krass. Ja, Mango Temptation. Wo ich ja, glaube ich, auch das Duschgel auch hatte. Das Video habe ich gerade erst drehen und weiß es nicht mehr. dann habe ich noch die Amber Romance Body Lotion. Ich sag's euch. Dann die Hugo Boss Descent Body Lotion, die ich mir ja auch erst vor kurzem gekauft habe. Dann habe ich noch von dem, wo ich das Duschgel in klein habe, vielleicht sollte ich das auch mal als erster aufbrauchen, die kleinen Sachen vielleicht mal zuerst, damit ich mich wieder ans Eincremen gewöhne. Ich weiß nicht, was los ist. Früher hatte ich das Problem nie, ich war so brav und habe so viele Body Lotions aufgebraucht und jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe die auch in klein. Wo ich das Duschgel in klein habe, habe ich auch die Bodylotion in klein. Dann habe ich die Always Red Bodylotion. Die habe ich ja absolut geliebt und die liebe ich noch immer. Eine habe ich ja aufgebraucht und zwei habe ich noch. Irgendwo muss die zweite sein. Ja, da ist sie schon. Kommt davon, wenn man oft einkaufen geht, dann kriegt man alles geschenkt. So wie bei mir es ist. Aber okay. Dann habe ich eine, die habe ich sogar von einer Schulung gekriegt. Von Oliveda, diese Zellaktiv Body Serum. Das Body Serum. So, das fand ich cool, mal dass ich das habe, aber ich habe es bis jetzt noch nicht probiert. Weil ihr wisst ja, wie eincremevoll ich bin, aber okay. Dann habe ich eine Body Lotion von Yves Rocher. Das ist diese Hafer, glaube ich, für trockene Haut. Wo ich jetzt, ich habe auch die Aloe Vera und die Aloe Vera ist mega geil. Aber wie gesagt, ich bin leider so eincremevoll. Und die ist auch nicht schlecht, glaube ich. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe schon lange keine Body Lotion mehr verwendet. Ich habe auch noch eine Hafer-Bodylotion. Also Körpermilch. Das war ja die Zeit, wo Körpermilch noch in war. Von Yves Rocher die Hafer. Ihr wisst ja, das war ja auch mein absoluter Lieblingsduft. Kann das gerade fallen. Dann habe ich von Armani C die Bodylotion. Von Yves Rocher, von dem, wo ich das Duschpeeling und das Duschgel habe. Und auch, glaube ich, noch die Seife. Habe ich die Bodylotion noch dazu. Damit es sich auszahlt. Ach Gott, Kinder. Von Gucci Guilty, da habe ich ja den Duft. Und da will ich die Bodylotion erst verwenden, wenn ich das Parfum verwende, was eine Weile dauern kann. Aber wir werden sehen, wie lange es noch dauert. Ich weiß es nicht. Aber da habe ich die Bodylotion. Hatte ich auch einmal von einer Schulung, glaube ich. Oder? Die meisten Sachen sind von Schulungen, diese Bodylotions. Oh. Oh. Und ich habe mir die in groß gekauft. Das ist die The Boss Descent Bodylotion. Ich wusste nicht mehr, dass ich die...
Alter, ich wusste nicht, dass ich den klein habe. Ach du Schande. Aber was soll's, ich habe auch die Mavie Bodylotion. Und da überlege ich, ob ich die nicht meiner Mom gebe. Obwohl ich glaube, dass die Bodylotion gar nicht so schlecht ist. Probieren wir es mal, ist doch wurscht. Ja, die riecht gar nicht so schlecht. Den Duft mag ich eigentlich nicht, aber die Bodylotion riecht gut. Ich muss wirklich meinen Arsch bewegen und mehr aufbrauchen, weil da wirklich war. Sorry für das Order. Aber ich könnte mal. Wenn ich das so sehe, könnte ich mir so in den Po treten. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die ist uralt. Das ist eine Balea Bodylotion von der 20 Jahre Edition. Alter Schwede. Oh mein Gott. Ja. Dann habe ich eine Roberto Cavalli und die Gucci Bloom Body Lotion. Also das Bloom könnte ich eigentlich bald verwenden, weil da habe ich einen Duft nicht. Aber von Cavalli wollte ich das erst verwenden, wenn ich das Parfum verwende, weil das habe ich ja auch. Keine Ahnung, wann das ist, aber ich habe es so vor. Und jetzt gerade sehe ich das hier. Das ist die Lady Gaga Body Lotion. Da habe ich auch das Parfum dazu und ich wollte das eigentlich bald verwenden. Ja. Jetzt kann ich es in Kombi verwenden. Für die kann ich nichts. Die habe ich damals, glaube ich, geschenkt bekommen. Die war beim Einkauf damals dabei. Das ist dieses Pink Grapefruit Body Püree, heißt das. Ja, toll. Ganz toll. Bin richtig begeistert. Ihr seht, ich bin ein bisschen schockiert, wie viel ich wirklich habe. Und da riecht es voll stark jetzt. Ich hoffe, mir ist nichts ausgeronnen. Ah nein, das bin ich. Ich bin ein Idiot. Das bin ja ich. Oh Gott, ich bin so dämlich. Oh. Weiter geht's mit dem Bodylotion. Was ist los mit mir? Sorry. So, weiter geht's mit dem Bodylotion. Ich habe noch eine von Victoria's Secret. Das ist die Endless Love. Das ist ja, glaube ich, die, wo ich den Duft gehabt habe, wo ich gesagt habe, da erinnert. Oh nein, nein. Meine wertvolle Bodylotion. Was ist heute los? Ich glaube, mir tut der Schwindel nicht gut. Boah, ja, das ist die. Was mich an irgendwas erinnert und ich weiß nicht an was. Aber die riecht ungut. Die riecht ungut. Und ich sollte wirklich, 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 wirklich welche verwenden. Wirklich. Wirklich. Aber ich habe noch zwei Biotherm habe ich auch. Die habe ich aber jetzt nicht in Sammlungs-, also nicht in dem Backup-Kasten, sondern da schon beim Bett stehen, weil ich die eigentlich verwenden will. Aber ich wisse, wie eingremvoll ich bin. Also, ja. Und ich habe noch eine andere, das ist die, wie heißt denn das, Soap & Glory. Die habe ich ja auch noch und die will ich ja auch eigentlich verwenden und deswegen dauere ich, glaube ich, so lange. Ich muss mir in den Po beißen. Sagt mir einen Tipp, wie ich wieder die Lust zum Eincremen kriege. Sagt mir einen Tipp. Ich habe auch schon überlegt, dass ich vielleicht die Bodylotions ins Badezimmer stelle. Weil mir ist aufgefallen, wenn ich beim Bett sitze und dann so sitze und den Fernseher schaue, dann habe ich keinen Bock mehr, mich einzucremen. Vielleicht stelle ich sie ins Badezimmer. Ja, ich glaube, das mache ich. Ich werde die Bodylotions ab jetzt im Badezimmer deponieren. Ich habe zwar kaum Platz, aber ich werde sie im Badezimmer deponieren. Und vielleicht nach dem Duschen creme ich mich dann eher ein, als wenn ich im Bett sitze. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich im Bett sitze, habe ich keinen Bock mehr. Ich werde es mal so probieren und halte euch auf den Laufenden. Ich glaube, das probiere ich. Ich hoffe, es hilft was, aber ich werde das probieren. Ja, als nächstes die Cremeöl Bodylotion. Da haben wir damals viele von der geredet, oder? Das ist diese Mandel mit Mandelöl und Marulanussduft. Von der haben wir damals viele geredet, glaube ich. Und die hat mir auch eine damalige Freundin, glaube ich, geschenkt. Oh, ich habe die White Tea Bodylotion von Elisabeth Arden. Die habe ich mal von der Schulung bekommen, die sollte ich vielleicht auch mal. Ich weiß, ich sage jetzt eh nichts. Aber die Düfte finde ich von Arden ja sowieso. Also ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Elisabeth Arden Junkie, da muss ich ja gar nichts mehr dazu sagen, aber ich habe ganz vergessen, dass ich die habe, sage ich euch ganz ehrlich. Oh, das ist so wie Shopping in den alten Sachen. Von Ava habe ich auch noch ein Body Soap. Ich glaube, da habe ich damals zwei bestellt. Eins für mich und eins für meine Schwester. Glaube ich. Ja, ich weiß gar nicht, ob meine Schwester die noch hat. Dann habe ich die Strawberry and Champagne Body Lotion von Victoria's Secret. Ich glaube, das war von Victoria's Secret mein Lieblingsduft. Ich glaube, aber ewig her, glaube ich. Und die sollte ich auch bald verwenden. Ich habe halt Angst, dass mir was kippt. Da habe ich echt Angst. Wirklich.
Oh, schaut auch nicht mehr so Havanna aus. Da habe ich sogar die Bodylotion. Das ist, wo ich euch das Duschgel gezeigt habe von Yves Rocher, diese Apfel, habe ich auch die Bodylotion. Das wusste ich gar nicht mehr. Okay. Die Bodylotion passen zum Duschgel. Sollte ich vielleicht auch mal verwenden. Aber ich sollte alles irgendwann mal verwenden, würde ich sagen. Dann habe ich eine Balea, die gar nicht so groß ist. Vielleicht sollte ich wirklich das so machen wie bei den Parfums, dass ich die kleinen Sachen als erster aufbrauche. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das versuche ich. Ich habe dann nämlich noch von Balea das Body Gelee. Das habe ich mir ja damals unbedingt einbildet, weil das ja auch Limited Edition war. Ich glaube, ihr wisst, wie lange das her ist, oder? Muss ich, glaube ich, nichts dazu sagen. Und die Coffee Body Creme. Da bin ich aber angefixt worden von Leuten, die mir in die Kommentare geschrieben haben. Es gibt eine Coffee Body Lotion und ich musste sie natürlich haben. Und habe sie noch nie verwendet. Und Alverde Body Lotions, also diese Body Butters von Alverde, mochte ich aber damals urgern. Aber ja, was soll ich euch sagen? Dann habe ich zwei Banane Body Lotions. Einmal das Body Joghurt. Heißt das? Das sieht so aus. Deckel schaut so aus. Da habe ich auch das passende Duschgel. Keine Ahnung, warum ich dann zwei Body Lotions gekauft habe, wenn ich nur ein Duschgel habe, aber who knows. Und die Body Butter habe ich auch. Riecht die eigentlich? Boah. Oh mein Gott. Also ich sollte wirklich mir angewöhnen, diese kleinen Sachen vielleicht zuerst zu verwenden. Denn ich habe noch ganz viele große Sachen. Ganz, ganz viele große Sachen. Einmal die von Balea, wo ich zweimal das Duschgel habe. Habe ich auch passend, die habe ich, glaube ich, geschenkt bekommen, die Sachen. Habe ich auch passend die Bodylotion bekommen dazu und die gibt es ja auch nicht mehr. Und von dem riesen Pottich habe ich schon Angst. Wirklich Angst. Aber dann verwende ich vielleicht zuerst die kleinen und versuche die großen dann später zu benutzen. Da habe ich nämlich auch noch zwei. Das war damals meine heißgeliebte Mandel Body Butter und die riecht komisch. Die riecht ein bisschen komisch. Die zweite auch. Na, die riecht nicht komisch. Ich glaube, die riecht so. Weil beide riechen gleich. Aber die habe ich auch schon sehr lang. Ich glaube, die werde ich ganz vorne bei meiner Sammlung reinstellen und die bald verwenden. Meine Cousine hat nämlich auch noch eine. Und die mochte ich ja so gern damals. Das war meine absolute Lieblingsbodybutter von Body Shop. Und ich bin sehr schockiert über mich selber. Ja. Dann habe ich noch die hier, die habe ich mal zum Geburtstag von einer Freundin bekommen. Habe ich aber auch, glaube ich, noch nie aufgemacht. Die Rituals ist das. Ich finde die Rituals-Sachen gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, ich habe halt nicht so viel, weil ich eh so viele Sachen habe, wie ihr sehen könnt. Oh Gott. Vier Sachen sind es noch. Dann haben wir die Bodylotion durch und ich bin stolz, da kann ich gar nicht auf mich sein, dass ich es geschafft habe. Die habe ich geschenkt bekommen von einer Arbeitskollegin. Das ist die Aveo Sunny Jasmin Bodylotion. Ich weiß gar nicht, wie die riecht. Ich rieche nichts mehr. Ich rieche nur da das Victoria's Secret und da das Boss. Aber die riecht auch gut, glaube ich. Aber ja, habe ich geschenkt bekommen von einer Arbeitskollegin. Dann habe ich die Papaya von The Body Shop. Machen wir die mal auf. Die riecht auch schon ein bisschen merkwürdig. Ja, das ist meine eigene Schuld. Ich bereue es eh. Viele werden jetzt sicher drunter schreiben, das wird ja alles kaputt. Weiß ich. Wie man sieht, weiß ich es. Ich lasse sie auch schlecht verteilen. Ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Also die Body Lotions von, beziehungsweise Body Butters von Body Shop sollte ich vielleicht als erster verwenden. Die älteren Varianten, bevor ich die ganzen neuen Sachen anfange. So wie die da. Zuckerschnute Body Lotion. Ah, die ist aber noch komplett zu. Brav. Die ist noch komplett zu. Also die dürfte eigentlich nichts haben. Hoffe ich. Das Problem ist halt, das habe ich auch erst später gelernt, seit ich bei Müller arbeite, dass man die Sachen nicht aufmachen soll vorher. Wenn man die Sachen alle aufmacht, werden sie natürlich schneller kaputt, als wenn du die Sachen zulässt. Ist so. Ist wirklich so. Dann habe ich noch von The Body Shop, das ist die letzte, die Pumpkin Spice. Und ich hoffe, ich habe die, glaube ich, damals auch aufgemacht. Glaube ich. Ja. Aber das war ja aus meinem Haul, was schon ewig her ist, wo ich noch die Bodyshop-Sachen mir gekauft habe. Ich bin echt schockiert, wie viel ich noch habe. Und ich muss mir in den Hintern treten und mehr Sachen aufbrauchen. Wirklich, 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 wirklich mehr Sachen aufbrauchen. Und ich habe das Gefühl, ich schon ein bisschen kaputt von der Bodyshop.
Und das ärgert mich. Das ärgert mich extrem. Ich weiß halt nicht mehr, wie die gerochen hat damals. Ich kann es euch nicht sagen. Und ich habe aber... Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr traurig. Die anderen riechen nämlich noch gut, aber... Oh Gott. Ja. Wir werden mal sehen. Ich werde die drei draußen lassen, die am ältesten sind. Und vielleicht die Biotherm, die ich am Tisch stehen habe, bei meinem Bett wegräumen. Damit ich die Biotherm in meinen Backup-Schrank gebe und die als erster verwende. So. Weil ich habe halt noch die von Soap & Glory und die ist halt riesengroß und die wird ewig brauchen, bis ich die leer kriege. Aber ich werde das so machen, wie ich euch gesagt habe. Ich werde die Bodylotions ins Badezimmer stellen und versuchen, mich nach dem Duschen jedes Mal einzucremen. Ich versuche es. Ich muss es versuchen. Das ist nämlich abnormal. Und wenn nicht, muss ich mich entscheiden, dass ich mich von ein paar Sachen trenne. Also wenn ich... Machen wir es so. Wenn ich... Im März kann ich jetzt keine mehr aufbrauchen, aber wenn ich spätestens April keine aufbrauche, egal welche, ob klein oder groß, sollte ich wirklich ernsthaft überlegen, ob ich die anderen nicht weggebe. Was sagt ihr? Wäre eine gute Idee, oder, wenn ich das so mache? Weil ich habe halt wirklich Angst, dass mir die Sachen kippen. Und ich glaube, die drei sind schon. Ich bin mir nur nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die jetzt kippt sind oder nicht. Weil meine Cousine verwendet die Mandel auch noch weiter und die habe ich ja auch... alle drei gleich, also gleich Kauf gehabt. Also weiß ich nicht, ob... Nein, die riecht noch normal. Die riecht noch so wie früher. Das weiß ich. Aber bei der Papaya bin ich mir nicht sicher. Aber ich werde versuchen, die drei als erster nach der Soap & Glory aufzubrauchen. Damit, auch wenn die jetzt nicht zum Jahresding passen, aber das ist mir exakt jetzt egal. Deswegen werde ich versuchen, die aufzubrauchen und ich halte euch auf dem Laufenden, ob ich das schaffe. Es ist nämlich wirklich schade, wenn die kaputt wird. Und die Mandel war meine absolute Lieblingsbodylotion. Und ich habe schon damals zwei verschenkt, weil ich halt vier oder fünf gehabt habe. Eine habe ich damals, glaube ich, aufgebraucht und zwei habe ich dann verschenkt. Und deswegen ich versuche, die Sachen aufzubrauchen. Drückt mir die Daumen, dass ich schaffe. Also wenn ich im April... muss ich unbedingt eine aufbrauchen, egal ob klein oder groß. Weil ich habe jetzt noch eine kleine im Badezimmer stehen und eben die große von Soap & Glory. Ja, wenn nicht, muss ich mich von fünf trennen. Sagen wir es so, oder? Würde ich schon sagen. Ich schreibe mir das auch sicherheitshalber auf. Also wenn ich es nicht schaffe, eine aufzubrauchen im April, werde ich wahrscheinlich fünf weggeben. Ja, mal gucken. Also ich werde das hartnäckig durchziehen. Wenn ich es nicht schaffe, eine im April aufzubrauchen, gebe ich fünf Sachen weg. Was sagt ihr dazu? Ich finde, das ist eine gute Idee. Natürlich die, die nicht gekippt sind. Also ich glaube auch nicht, dass die Mandel kaputt ist. Die Papaya glaube ich jetzt auch nicht mehr. Nein, die riecht auch normal. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, egal. Bevor ich da länger über Bodylotions rede, obwohl das eigentlich ein interessantes Thema für mich ist, aber bevor ich länger darüber rede, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eingremevoll seid, wie groß eure Sammlung ist, ob ihr da einen Tipp habt, damit ihr euch wieder öfter eingecremt habt. Wie habt ihr das handhabt? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!